Hi ihr Lieben, willkommen bei Yesilicious. Heute wird es schokoladig, denn wir werden diese kleinen Schokoküchlein machen, die innen aber noch diesen richtig geilen flüssigen Kern haben. Das Rezept dazu, das habe ich vor einiger Zeit mal bei Chefkoch entdeckt, als mich mal wieder die nächtliche Schokolust gepackt hat. Und das fand ich einfach so toll, dass ich dachte, ich muss es einfach mal mit euch teilen. Und hier haben wir auch schon direkt die ganzen Zutaten. Und zwar brauchen wir für zwei Schokokuchen, also Schokoküchlein besser gesagt, 60 Gramm Butter. Dann haben wir hier 70 Gramm Zucker, 12 Gramm Kakao, also das ist Backkakao, 34 Gramm Mehl, 70 Gramm Zartbitterschokolade und zwei Eier. Als erstes schmelzen wir dazu die Schokolade zusammen mit der Butter. Und dafür breche ich sie jetzt erstmal klein. So, jetzt noch die Butter dazu. Deckel drauf und ab in die Mikrowelle. Achtet dabei bitte darauf, dass die Mikrowelle nicht zu hoch eingestellt ist, denn sonst verbrennt euch die Schokolade. Und wenn ihr einfach sicher gehen wollt, könnt ihr es natürlich auch ganz normal mit dem Wasserbad machen. Während unsere Butter zusammen mit der Schokolade am Schmelzen ist, schlagen wir die Eier zusammen mit dem Zucker. Und da reicht es, wenn man das per Hand macht. So, jetzt kommen noch die Eier rein. So sieht es dann ungefähr aus. Jetzt gucken wir mal nach der Schokolade. Die Schokolade, die verrühren wir jetzt einfach noch mit der geschmolzenen Butter. Und das geben wir jetzt zu unserer Zuckereimischung. Verrühren wir jetzt miteinander und können jetzt auch schon den Kakao dazugeben. Und auch das Mehl. Einfach alles miteinander gut verrühren. Wenn wir unsere Schokoladenmasse dann fertig geschlagen haben, das sieht dann so aus, also richtig schön schokoladig, ja, dann ist es eigentlich schon fertig und wir können es in die Förmchen füllen. Ich habe dazu solche Förmchen und was ich jetzt vergessen habe zu sagen, das Ganze ergibt zwei Kuchen oder zwei Küchlein oder doch, ich glaube, ich habe es doch schon gesagt. Und die Förmchen, die müssen wir jetzt noch einfetten und dazu nehme ich einfach noch ein bisschen Butter. Das heißt, ein bisschen so richtig schön ordentlich einfetten damit. Je besser das eingefettet ist, umso mehr hilft es uns dann nachher auch dabei, wenn wir die Küchlein dann aus der Form lösen wollen. Und jetzt füllen wir unsere Schokomasse rein.
Ich heize sie jetzt in den Ofen vor auf 210 Grad und dann backen wir unsere zwei Küchlein so 8-9 Minuten. Die Küchlein waren jetzt sogar 10 Minuten lang drin. Und so sehen die fertigen Küchlein nun aus. Jetzt müssen wir die Küchlein nur noch aus der Form holen und dazu nehme ich jetzt mal so ein Messer und locker den Rand so ein bisschen auf. Als Deko sieben wir jetzt noch ein bisschen Puderzucker drauf. Dazu passt zum Beispiel sehr gut Vanilleeis, deswegen geben wir hier jetzt mal zwei Bällchen drauf. Und wie ihr sehen könnt, läuft die Schokolade schon von ganz alleine raus. Und schön nochmal die Schoki-Soße drüber. So schnell und einfach kann es gehen, ganz ohne Instant. Ich hoffe, ihr habt das Video bis zum Ende geschaut und jetzt ist es Zeit für die Endcard. Hoffentlich hat euch das Video gefallen und wenn ja, Daumen hoch und kostenlos abonnieren. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann besucht mich doch einfach bei Facebook, Instagram oder auf meiner Webseite. Ansonsten findet ihr mich noch in meiner Facebook-Gruppe Foodlove Kochen und Backen, wo ihr mir auch eure Rezepte mitteilen könnt oder auch Bilder schicken könnt von Sachen, die ihr gekocht habt oder auch nachgekocht habt, denn darüber freue ich mich immer ganz besonders. Ich freue mich schon, von euch zu hören und arbeite natürlich immer weiter an tollen neuen Rezepten, also stay tuned!